So, und damit herzlich willkommen zu einem Wi-Fi-Battle. Gott, hatten wir das lange nicht mehr. Aber, da bald Sailor Moon rauskommt, dachte ich mir, komm, Marzi, du machst jetzt nochmal eine komplette Session mit Wi-Fi-Battles durch. Lädst nochmal richtig viele Wi-Fi-Battles jetzt bis zum Schluss hoch. Wer weiß, gut, täglich werde ich es nicht schaffen. Aber guckst einfach mal, wie viele du packst. Und ja, ich habe mir heute mal jemanden kurz rausgesucht vom TS, gegen den ich jetzt kämpfe. Und wir machen ein Audio-Match heute. Und generell, das Video ist auch dazu da, weil ich so ein bisschen mit den Einstellungen hochgegangen bin. Das heißt, das Video wird jetzt wahrscheinlich auch 1080p, 60 FPS haben. Einfach mal, um zu gucken, wie es ist. Es kann auch sein, dass der Greenscreen bei mir hinten noch nicht so ganz funktioniert. Sabina schickt mir ein Herz oder ein Sternchen. Vielen Dank. Es kann sein, dass da nicht alles perfekt ist. Deswegen, ich gucke, dass ich das jetzt mit dem Laufe der Zeit hinbekomme. Und wie gesagt, wenn ihr das Video seht, an diesem Tag werde ich quasi auf Twitter irgendwann wahrscheinlich mittags kleine Session starten. Ich kann auch mal den Boy hier herausfordern. Spielchat brauchen wir nicht. So. Und ja, wir werden dann quasi einfach mal ein bisschen drauf losbattlen. Ich werde einen Haufen Battles aufnehmen. Ich habe vorbereitet für PU bis OU. Das sind die Teams, die ich auch mal im Stream gespielt habe. Und erstmal anders hinsetzen. Und ja, wir werden dann quasi einfach mal so ein bisschen, ja, würde sagen, ein bisschen Spaß haben und gucken, wie das alles denn so ausgehen wird. Ich habe nochmal Lust, so quasi einfach mal, ich streame in letzter Zeit ziemlich viel. Und weil ich nicht immer weiß, wie viel Wi-Fi-Bells ich streame, ich merke gerade, die Lautstärke ist echt noch ein bisschen heftig. Müsste ich mal das Mikro vielleicht doch noch sogar mal einen Ticken leiser stellen. Okay, jetzt haben wir es noch einen Ticken leiser gemacht. Ich hoffe, dass es jetzt auch ein bisschen angenehmer ist. Und wir gucken mal, was er mitnimmt. So, Musik nehmen wir schön, die 22. Kampf beginnen. Oh. Meine Hände sind kalt. So, gucken wir mal. Metagross, Karpels, Mammutl, Horlucha, Nachtara. Es ist ein Fahrer, es muss natürlich Nachtara sein. Wir machen kurz den Screen. Perfekt. Aufnahme müsste auf jeden Fall noch laufen. Perfekt, Aufnahme läuft noch alles. Screen haben wir auch. Mit was liedet er? Es könnte ein Lied Mammutl sein. Und wenn es ein Lied Mammutl ist, dann möchte ich doch allgemein mal mit Schlappohrlieden, um potenziell einen Sash zu brechen. Falls es ein Lied Mammutl ist mit Fokusgurt und prinzipiell, er kann eigentlich nichts machen, wenn wir mal mit einem Mogellied machen. Außer er könnte mit Metagross leaden, was ich gar nicht so cool finden würde dann. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal, es ist lange her, dass ich Wi-Fi Battles aufgenommen habe. Ich bin gespannt. Ich habe auch lange keine mehr richtig gemacht. Und ich merke gerade, es leckt ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in der Aufnahme liegt. Ich hoffe mal, es liegt jetzt. Ich hoffe, das sieht man später nicht. Lasenpai ist Mammutl, okay? Dann ist es potenziell wirklich ein Tarnsteine-Dings. Könnte Tarnsteine sein. In die Mega gehen wir auf jeden Fall. Ich bin gerade noch mal überlegen, ob ich straight auf den Turmkick gehe oder ob ich überhaupt Mogelhieben soll. Aber bevor jetzt irgendwas Dummes kommt, wir klicken einfach Mogelhieb, um safe zu bleiben. Ist okay. Er bleibt vor allem auch drin. Er bleibt tatsächlich drin, okay. Mogelhieb macht auch einigermaßen guten Schaden. Ist es ein... Es ist, als ob das Ding Scarf ist. Es ist potenziell aber der einzige Scarfer, der tatsächlich Sinn macht. Deswegen habe ich gerade sogar Angst vor entweder einer Eis- oder einer Bodenattacke. Und ich möchte mein Dings, mein Schlappohr nicht verlieren. Zumindest noch nicht. Auch wenn mich eine Attacke nicht killen sollte. Ich glaube, wir riskieren es einfach mal und gehen auf den Turmkick. Er hat den Kraftkoloss und ist tatsächlich Scarf. Wie er einfach wirklich Scarf ist. Oh Gott. Fuck. Okay. Aber er ist jetzt minus 1. In Angriff und Verteidigung. Er war halt echt Scarf und Kraftkoloss, okay. Ich könnte jetzt natürlich einfach in Zapdos gehen. Aber ich müsste erstmal die Steinchen rauskriegen. Das heißt für mich, er hat noch einen Horlucha, das heißt Nokia ist nicht ganz so safe. Wir gehen jetzt einfach in Zapdos. Auswechseln muss er so oder so. Und er wird jetzt wahrscheinlich in Nachtara gehen.
Und wenn er nach Tara geht, machen wir einen Double auf Terrakium. Er ruft zurück und geht in nach Tara. Wir machen einen Double und gehen in nach Moonfarer. Wow, das ist aber okay. Weil wir haben jetzt Terrakium drin. So, damit haben wir schon mal was ganz Gutes, weil jetzt können wir... Ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt eher auf Protect geht. Aber wir drücken jetzt einfach mal Nahkampf, um irgendwas ein bisschen Schaden zu machen. Er drückt Schutzschild. Okay. Nahkampf kommt, so. Jetzt wird er, kann ich mir richtig gut vorstellen, in Azumarill gehen. Aber ich habe gerade schon predicted. Eigentlich, dass ich jetzt den Wechsel auf Azumarill predicte, ist eigentlich obvious. Und ich glaube, das Beste ist, wenn ich tatsächlich mal in Serpiroyal gehe, um potenziell einfach mal einen, auch wenn er jetzt vielleicht auf Wunschtraum geht, das kann natürlich sein, können wir mal gucken. Er hat auch Schutzschild, wie ich dieses, ich hasse Nachtara. Warum muss ich wieder gegen Nachtara spielen? Übrigens, wenn ich da mal rüber gucke, da ist mein zweiter Bildschirm, also nicht wundern. Aber nein, wirklich, ich hasse dieses Teil so, ne? Vor allem, ich habe eins meiner Monster schon verloren. Ich hätte tatsächlich auf Zapdos gehen sollen. Ich habe voll den Kraftkoloss ausgeblendet. So, jetzt redet er wahrscheinlich, er denkt sich jetzt tatsächlich wahrscheinlich, er hat gerade schon den Double gemacht und predicted, dann wird er jetzt den Wechsel auf Azumarill predicten. Und ich brauche Terrakium noch definitiv für Nachtara. Ohne Terrakium wird Nachtara ein bisschen schwer. Und ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Entlastungsrassladero. Ich würde auch gerne die Tarnsteine rauskriegen. Wenn ich die Tarnsteine rausbekomme, dann kann Mana viel machen. Und mit viel meine ich fast alles. Kommt jetzt sogar vielleicht ein Toxin? Nein, er wird, wenn, auf den Wunschtraum gehen. Er geht tatsächlich auf Toxin. Oh, es geht daneben. Eieiei, das geht daneben. Möchte ich mich selbst paralysieren? Eigentlich nicht. Weißt du was? Nein, wir gehen jetzt einfach in Heatran. Wir gehen einfach in Heatran, weil ich kann jetzt die Tarnsteine rausholen. Und die Tarnsteine möchte ich haben. Die Tarnsteinchen möchte ich haben. Er geht auf den Schmarotzer, ist okay. Wir haben eh die Leftovers, das sollte nicht viel Damage machen. Nope, macht nicht viel Damage. So, Toxin kann er nicht drücken, das heißt, er wird jetzt definitiv auswechseln. Und die Tarnsteine sind obvious, das heißt, da könnte Resladero kommen. Und wenn da Resladero kommt, drücke ich vielleicht doch eher mal einen Feuersturm, um es potenziell zu burnen, weil er hat keinen Switchen außer Nachtara für Feuersturm. Und er ruft zurück. Und jetzt, wenn er in Resladero geht, Last Senpai ist wieder sein Mammut. Vielleicht können wir ja burnen. Burn wäre jetzt schon sick. Macht sehr guten Schaden und wir kriegen natürlich nicht den Burn. Es sind 30%, Bazi kriegt keine 30%. So, jetzt ist die Predict-Frage. Er wird nicht auf Erdbeben gehen. Er wird auch nicht auf eine Eisattacke. Wenn er auf eine Eisattacke, wird er jetzt nicht gehen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass er auf eine Eisattacke geht, weil er wäre zu risky. Es wäre zu risky. Boden, ich habe Zapdos einen Easy Switch. Das ist jetzt wieder eine 50-50. Geht er auf die Bodenattacke oder auf einen Kraftkoloss oder Zapdos? Aber eine Eisattacke müsste ich tanken können, weil er ist Scarf und nicht Bandit, deswegen wechseln wir jetzt einfach mal aus. Ich möchte das Erdbeben nicht riskieren, ich muss die Steine rauskriegen, weil das ein Sash-Karpilz ist. Er geht auf den Eiszapfer und er geht schon wieder daneben. Ich habe gerade ultimativ Glück. Das ist halt nicht feierlich. Okay. Das Ding ist, da ich jetzt halt weiß, dass er von Eiszapfhagel geht, kann ich halt wieder Heatran reinholen, weil ich das vierfach resiste. Das ist unlucky. Da fühlt man sich richtig, richtig schlecht. So. Komm wieder der Eiszapf. Oh, wow. Wow. Was denn noch alles? Wir können jetzt die Tarnsteine legen. Wie böse. Was? Ah, Toxin geht daneben zweimal.
Eiszapfhagel geht. Ich fühle mich jetzt schon schlecht. Ich kann den Kampf nicht mehr gewinnen, ohne dass es am Ende heißt, ich gewinne durch Hex. Wow. Was unlucky. Ich habe das Feeling vermisst, so die Wi-Fi-Battles aufzunehmen. Ist lange her. Aber mal gucken. Weißt du, da prediktet er sogar richtig, dass ich in Zapdos gehe. Geht auf Eiszapfhagel. Und es geht gegen Zapdos daneben. Gut, das Schaden jetzt gegen Heatran hätte keinen Schaden mehr gemacht. Aber es ist einfach nochmal so ein richtiger Schlag in die Fresse. Und ja, Tarnschein rauskriegen ist halt ganz gut, weil die kriegt er nicht mehr weg. Und er selbst kann sie höchstens noch mit Metagross legen. Und wenn er sie mit Metagross legt, dann ja. Ich merke auch gerade, ich sollte vielleicht mal das Mikro ein bisschen weiter weg tun. Er geht sogar weiter auf den Eiszapfhagel. Ist okay. So kriegen wir jetzt definitiv. Macht halt keinen Schaden. Vielleicht flincht er uns jetzt. Nein, okay, wir kriegen die Tarnscheine sogar raus. Und die Steinchen rauszukriegen ist immer was Schönes. Sein Scarfer wegzuwerfen, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Wir können auf jeden Fall Mamutlitz einfach rausnehmen. Das Ding ist nur, da kann ein Rasladero gehen und Delegator klicken. Und das ist nicht gut. Ich kann halt auch nichts anderes reinholen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als das Ding jetzt rauszunehmen im Flammensturm. Okay. Er wechselt aus. Und jetzt kommt wieder Mondfahrer rein. Okay, vielleicht kriegen wir ja den Burn. Wir gehen wieder auf Flammensturm. Vielleicht burnen wir diesmal. Synchro macht mir ja nichts. Oh, wir burnen sogar. Sehr gut. Synchro hat nämlich keine Wirkung. Und Nachtara kann mir nichts. Er kann jetzt höchstens mit Wunschtraum versuchen, seinen Mammutl hochzuheilen. Ich hoffe wirklich, dass die Aufnahme später nicht laggt. Sollte die Aufnahme jetzt laggen, tut es mir leid. Ich werde es dann natürlich beim Videoschnitt merken. Ich werde das Video dann natürlich trotzdem hochladen. Aber beim nächsten Mal werde ich dann mal gucken, wie wir das machen. Ich habe auch gerade 72% Auslastung. Was machen wir jetzt? Wir gehen einfach mal weiter auf den Flammensturm. Zu verlieren habe ich jetzt da nicht so wirklich viel. Toxinieren kann er mich nicht. Das ist ein Wunschtraum-Schutzschild-Set, denke ich mal. Ja, Wunschtraum. Kann er jetzt... Ja, er kann jetzt, wenn er will, in Mamutl gehen, aber warum? Warum sollte er es? Er hat keins, die anderen Mons nicht wirklich in den Flammensturm reinzuwechseln, wäre nicht ganz so gut. Er kann jetzt Schutzschild klicken, aber es hilft ihm auf Dauer auch nicht. Wir gehen weiter auf Flammensturm. Ich denke einfach mal jetzt, dass er Schutzschild klickt und danach werden wir verhöhnen. Okay, nein, er wechselt aus. Kommt Mamutl. Lucha Libre. Burn jetzt, burn, 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 burn. Bitte lass mich jetzt burnen. 30%, komm schon. Ich muss jetzt burnen. Wir burnen nicht, schade. Und das Ding ist voll. Okay, aber wir haben mit Zapdos einen Safe Switch. Selbst wenn er jetzt Dings klickt, sollte er trotzdem nichts machen. Ich hätte jetzt gerne das Resadero geburnt, aber man kann nicht alles haben. Wir haben schon genug Hex auf unserer Seite gehabt heute. Shiny sieht es schon sexy aus, muss man sagen. Der Lucha Libre. Und es wird sich kloppen. Also wie gesagt, ich habe mit Zapdos einen Safe Switch. Ich resist, bin physisch defensiv, ich resiste beide Steps. Da kann er nicht wirklich viel machen. Vielleicht predigt er jetzt auch den Wechsel auf Zapdos, was nicht wirklich Sinn ergibt, dass er, weil dann sein einziges Mon, was wirklich was gegen Zapdos machen kann, ist jetzt entweder Mamutl oder Nachtara. So, wir rufen unseren Hitzkopf wieder zurück und gehen in Wackenjan. Das ist unser Zapdos. Und es kommt nicht. Wir gehen auf den Donnerblitz. Er prediktet mich im Prinzip zu Tode, das gebe ich ja zu. Aber es war jetzt die vierte Attacke, die daneben gegangen ist. Was kannst du eigentlich, Marius? Ah, gut, eine Steinkante werden wir trotzdem noch gut tanken. So viel Angriff hat Rasladero nicht, auch wenn es sehr effektiv ist. Wir sind trotzdem physisch defensiv. Ich denke mal sogar, es wird vielleicht so maximal die Hälfte machen. Aber ja, vielleicht geht er jetzt auch in Mamutl. Geht er in Mamutl? Nein, er geht in Nachtara. Okay, er sackt Nachtara. Donnerblitz und Nachtara müsste down gehen. Yep, Nachtara geht down.
heißt, wir können Nachtara schon mal rausstreichen. Und ich merke gerade, Zapdos ist auch ultra gut gegen sein Team. Er kann jetzt nur Mamutl reinholen. Was anderes kann er jetzt nicht machen. Und ein Eisterfakel werde ich definitiv tanken können. Und ich muss sogar sagen, Heatran ist gar nicht so eine gute Option, weil wenn das eine Kampfattacke hat, was es wahrscheinlich auf jeden Fall hat, des Kapels, Erdbeben auf Metagross, Kaskade auf Azumarill oder High Jump Kick auf Hawlucha, wird Heatran komplett rausnehmen. Das heißt, Zapdos ist mir da wirklich wieder, geht in Megatron. Interessant, dass er da reingeht. Selbst ein Ice Punch sollte nicht so viel Damage machen. Wir haben die Hitzewelle drauf, deswegen gehen wir jetzt mal auf Hitzewelle. Und mal gucken. Metagross Schaden zuzufügen, finde ich schon ziemlich gut. So, es ist natürlich mega Metagross. Sonst hat er ja potenziell kein anderes. Metagross, der Megatron. Und auf was geht er? Er geht auf den Zenithbutt. Der trifft jetzt diesmal sogar. Wow, wie viel Schaden macht es? Er macht halt nicht genug Schaden. Er kriegt Ballenhelm-Schaden und wir flinchen. Okay, wir flinchen. Das ist ein Ausgleich für einen Miss. Wenn wir jetzt nochmal flinchen, dann wäre es der Ausgleich für den zweiten Miss. Da geht wieder auf den Zenithbutt. Wenn wir jetzt nicht flinchen, wäre ich zufrieden, weil ich heile mich dann wieder hoch. Krieg wieder ein bisschen Ballenhelm-Schaden. Und okay, Roost. So, wir können uns jetzt wenigstens ein bisschen gegenroosten. Er wird die ganze Zeit Ballenhelm-Schaden bekommen, deswegen glaube ich sogar, dass er jetzt auswechseln wird in Mamutl. Aber wir gehen trotzdem nochmal auf Roost, weil ich voll sein möchte. Er geht wieder auf den Zenithbutt. Kriegt er weiterhin Ballenhelm-Schaden. Und wir roosten nochmal. Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen böse ist quasi. Aber Zapdos ist mit das Wichtigste, was ich hier habe. Habe ich irgendwas da, was ich in den Zenithbutt reinwechseln kann? Nicht wirklich, ne? Nee. Wie gesagt, ich werde jetzt nochmal auf Roost klicken, weil ich glaube, er bleibt drin. Er geht jetzt sogar auf den Sternhieb, okay. Wenn er jetzt nicht gerade den Angriffsboost bekommt, dann wäre das perfekt. Kriegt Schaden. Und wir roosten uns wieder hoch. Und sind jetzt wieder komplett voll. Was heißt, wir können jetzt einmal auf jeden Fall auf eine Hitzewelle. Die Hitzewelle, wer kennt sie nicht? Werde ich wahrscheinlich so einen Titel schreiben mit IE, die Hitzewelle. Und dann werde ich schon Kommentare bekommen mit, du hast Hitzewelle falsch geschrieben. So, er ruft zurück und irgendwas kriegt jetzt eine Hitzewelle ab. Und es ist Last Senpai und Last Senpai geht jetzt drauf und damit hat er im Prinzip nichts mehr gegen Zapdos. Wenn es die Hitzewelle trifft. Und sie trifft. Das ist ein unlucky Match. Es tut einem da echt weh, wenn man solche Matches dann quasi gewinnt. Wobei, ich habe noch nicht safe gewonnen, aber er kann im Prinzip nichts mehr tun. Kabel, Tarnschein ist draußen, er holt jetzt noch Breloom rein. Schneller müssen wir sein, außer es ist zufälligerweise ein Full-KP-Ding. Möchte ich da... Wir haben noch einen Scarf auf unserer Seite, der hat auch einen Zen-Headbutt für Notfall. Deswegen, wir gehen jetzt sogar einfach in Nokia. Weil ich möchte Zapdos... Ich weiß nicht, ob es ein Speed-Carpels ist. Wenn es nämlich auf Speed ist, nicht die Droge, sondern das Investment, dann kann es mich jetzt einschläfern und Zapdos ist tatsächlich was ich mir komplett voll aufbewahren möchte und wirklich viel sollte Breloom nicht gegen Serpiroyal machen können. Vor allem, weil wir die HP drauf haben und ich weiß nicht, welche. Ich glaube HP Fire. Da geht nämlich auf die Pilzspore. Das ist aber okay. Weil wir können jetzt einfach mal Giftblick drücken und selbst wenn er auswechselt, wird jetzt irgendwas paralysiert. Ich finde immer noch sehr raus, sieht aus wie eine Banane. Aber man muss wirklich sagen, er hat echt gut predicted. Das Match geht jetzt auch schon eine Weile. Halleluja. Wäre ich jetzt ein geldgeiler YouTuber, wäre das Video über 10 Minuten lang und ich könnte 27 mal Werbung zwischendurch schalten. Aber nee, Anfang, Ende reicht. Mittendrin, ich weiß nicht, ich bin selbst kein Fan davon, mitten im Video quasi Dings zu haben, Werbung. Das muss nicht sein. So. Naja, ein Schwertanz. Das ist okay. Er ist paralysiert. So, und ich weiß nicht, was das für eine Kraft ist. Aber wir gehen jetzt einmal auf den Blätterstürm.
um den Boost zu bekommen. Er hat ein Tempo plus 2, sollte da aber nicht killen. Außer crittet, oder? Es reicht aus. Es live Orb. Das ist interessant. Das heißt, wir müssen jetzt in Zapdos gehen und hoffen, dass eine Hitzewelle ausreicht. Dann hoffen wir mal, dass eine Hitzewelle ausreicht. Wenn wir die jetzt treffen, dann haben wir im Prinzip safe gewonnen. Azumarill outspeedet nicht und wir killen es auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage. Wir haben noch einen Scarf auf unserer Seite für Metagross. Und da ist noch ein volles Azumarill. Aber Zapdos ist das Einzige. Die anderen Sachen würden zu viel Schaden bekommen. Gut, ich hätte vielleicht in Manaphy gehen können und Eisstrahl klicken. Aber jetzt gucken wir mal, wie viel eine Hitzewelle macht. Aber dann hat Zapdos auch einen guten Spezialangriff. Darf man auch nicht vergessen. Und er kriegt die Vollpara. Wollte aufs Tempo-Heap gehen. So, Hitzewelle kommt. Reicht die sogar aus? Ich glaube nicht, oder? Doch, die reicht sogar aus. Hitzewelle reicht sogar aus. Dann war's das im Prinzip. Man kann jetzt nichts mehr machen. Er kann jetzt Resladero reinholen, durch den Donnerblitz sterben. Azumarill durch den Donnerblitz wahrscheinlich nicht mehr sterben. Aber trotzdem. Megatron kommt rein. So, ich könnte ihn jetzt eigentlich am Beulenhelm-Schaden sterben lassen. Die Frage ist nur, brauche ich das überhaupt? Ich glaube nicht, ein Donnerblitz aus der Range reicht aus. Er kann jetzt nochmal mit Zenithbat vielleicht... Oh, ist das unlucky. Das Glück des Tüchtigen, Kinders. Das Glück des Tüchtigen. Durch ein Zenithbat gemisst. Irgendwo habe ich sowas... Irgendwo habe ich sowas doch schon mal gesehen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Könnt ihr mal nachdenken. Wer es weiß, darfst du in die Kommentare reinschreiben. Eieiei. Resladero und Azumarill. Er hat jetzt im Prinzip keine Chance mehr. Resladero kann nichts machen. Azumarill. PogChamp ist Azumarill. Das kann leider auch nichts mehr tun. Deswegen wir jetzt einfach Donnerblitz klicken können. Und das war's. Gehen wir mal auf Wasserdüse, aber die macht natürlich nicht genug Damage. Kriegt jetzt selbst auch nochmal Beulenhelm-Schaden. Kassiert noch ein Donnerblitz. Oh. Es hat für ihn eigentlich ganz gut angefangen. Dadurch, ich hätte dran denken müssen, dass es... Also ich habe ja schon gedacht, dass es Scarf sein könnte, aber ich habe den Kraftkoloss vergessen. Ich dachte, Erdbeben, Eiszerfall, den müsste ich jeweils noch tanken können. Dann können wir es einmal probieren. Aber leider nicht. Was wollen wir machen? Ist halt so. Und es ist halt Pokémon, also ich weiß auch, dass Marius sich definitiv, der ist ja gerade im TS mit anderen Leuten. Übrigens, kommt auf den TS, wenn ihr Bock habt. Ist unten in der Videobeschreibung auch verlinkt, die Adresse, kommt auf den TS, dann kann man auch mal labern. Ich bin auch relativ oft unten in den Zuschauerräumen quasi, das heißt, wenn ihr Bock habt, kommt da mal. Ist gute Werbung für mich selbst. Und ich weiß, er regt sich wahrscheinlich gerade aus und ich weiß schon, die anderen werden ihn wahrscheinlich alle auslachen. Deswegen, ja, Lucha Libre. Du wirst jetzt auch noch einen Donnerblitz abkriegen und dann war es das. Vielleicht gehen wir mal auf einen Highjump-Kick einfach nochmal, um vielleicht den zu missen. Komm, geh auf einen Highjump-Kick. Du musst ihn missen. Er geht auf die Steinkante. Die trifft sogar. Jetzt können wir mal gucken. 158 100 auf 66. Okay. Wäre ein Tool gewesen. Donnerblitz kommt. Donnerblitz trifft. Donnerblitz killt. Und das ist mit einem Crit zum Schluss nochmal. Wow. Selten. Wie weit geht da nicht der Bildschirm? Der geht sogar gar nicht mal so weit. Man muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel mache. Aber was soll man sagen? Ist halt, ja, ist halt Pokémon, ne? Deswegen kann man da allerdings machen. GG Marius, du hast besser gespielt. Ich hatte viel mehr Glück. Freut euch auf die Aufnahmesession morgen. Ich hoffe, ihr werdet auch Spaß dran haben. Ich reiche mal virtuelle Grüße an alle Leute, die gerade auch im TS sind. Und Marius wird hoffentlich auslachen, weil er alles gemisst hat, was man einfach nur missen konnte. Und ich würde mich freuen, wenn man sich dann auch beim nächsten Video sieht, / beim nächsten Stream. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen wunderbaren Mittwoch. Erholt euch noch gut, schafft die restliche Woche. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao.